Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Dieses Gedicht war tatsächlich so etwas wie die Hymne der expressionistischen Dichter. Dabei passt hier nichts, aber auch gar nichts zusammen. Ein Weltende wird in bravem Kreuzreim besungen. Mal dramatisches, mal weniger dramatisches, auf keinen Fall ein Weltende bedeutendes Geschehen wird in vollkommen unpassenden Worten ausgedrückt. Man weiß am Ende nicht, hat hier jemand Angst oder macht er sich über die Angst der anderen lustig? Oder freut sich hier einer sogar schadenfroh, triumphierend? Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. Der Bürger mit spitzem Kopf klingt ganz nach Spießbürger, dem dieses empörende Geschehen angetan wird. Gleichzeitig scheint es ein Zitat zu sein. Das volksliedhaft bekannte Schubertlied »Am Brunnen vor dem Tore« verwendet die Zeilen »Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht«. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Die beiden ersten Verse als Zusammenhang gesehen geben uns vielleicht eine Erklärung für den seltsamen Ton des Gedichtes. Der Bürger ist in einer auch damals modernen Medienwelt konfrontiert mit der Gleichzeitigkeit von banalem Geschehen in seiner unmittelbaren Umgebung und dramatischem, aber für ihn eigentlich irrelevanten Geschehen, von dem pausenlos geredet wird. Er kann sich eigentlich nur noch darüber wundern. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Ein eigentlich tragischer Unfall, der für einen persönlich irrelevant ist, wird als Nachricht zu etwas Banalem. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Man ist auch weit von der Küste entfernt, darum liest man auch nur davon. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Auch zu diesem Drama stellt sich für den unbeteiligten Zeitungsleser nicht immer die angemessene Empathie mit den Betroffenen ein. Was er in seiner Umgebung bemerkt? Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Und der unzusammenhängende Reigen endet da, wo er begann, nämlich mit einer weiteren Erinnerung an Bildungsgut. Die Brück am Tay von Theodor Fontane. Das in dieser Ballade dargestellte Zugunglück wird gleichzeitig sprachlich banalisiert und verallgemeinert. Eisenbahnen fallen von den Brücken. Diese seltsame Mischung aus Hysterie und Banalität bis zur Lächerlichkeit, die in der vernetzten Welt ständig auf einen eingeschrien wird. Man kann sich darüber lustig machen, aber in dieser kommentarlosen Reihung hat es wirklich etwas Beängstigendes, Unkontrollierbares. Und Hoddis kannte nicht einmal twitternde Präsidenten.